Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Unterstützer dieser Aktion in der Menschenkette, ich grüße euch. Mein Name ist Christian Elundu. Ich komme aus Kempen, ursprünglich aus Kamerun und ich lebe in Deutschland seit 14 Jahren. Ich bin ein Beispiel des Integrations in Deutschland, einer gelungenen Integration in Deutschland. Ich bin Buchautor, König der Sonne, Flug vor der Heimat. Und ich habe das Buch geschrieben, es ist meine Lebensgeschichte, um Menschen zu ermutigen, deren Weg mal einfach mal weiterzugehen, dort zu kämpfen und im Leben an sich im Leben zu glauben. Und ich bin einfach mal hier heute, um diese Aktion zu unterstützen, weil ich glaube, dass nur so können wir alle gegen die Menschen, die wollen, dass wir uns mal hassen, wehren. Mein Weg als Flüchtling, ich kam als Flüchtling nach Deutschland und mein Weg war mit vielen Rückschlägen. Auch in Deutschland hier bleiben zu dürfen, war gar nicht einfach. Mein Asylantrag wurde mehrfach abgelehnt und ich war kurz vor einer Abschiebung. Und zum Glück kam eine Gesetzänderung und ich durfte dort bleiben. Und heute, wo ich hier in Deutschland bleibe, ich versuche mal zu zeigen, wie viele anderen auch, die keine andere Chance haben, woher sie kommen zu leben. Wir versuchen hier zu zeigen, dass wir zu dieser Welt gehören. Deutschland ist ein Land, klar, mit Grenzen, ja. Aber wir sind der Meinung, dass die Erde ist rund und gehört allen Menschen. Es gibt Platz genug für uns, für euch, für uns. Nicht Platz für die Deutsche, Platz für Afrikaner da oder so, oder Syrer, Iraker, Afghanen, Russen. Wir gehören alle zu dieser Erde und wir wollen einfach heute ein Zeichen gegen die Menschen, die uns trennen wollen. Dankeschön.